Der eine spielt bei Real Madrid, der andere beim FC Barcelona. In der Liga Konkurrenten, in der Nationalmannschaft Kollegen. Toni Kroos und Marc-André Ter Stegen. Der anstehende Test gegen Spanien, einer gegen ihre Wahlheimat. Kein normales Spiel. Wir hoffen natürlich, dass es erfolgreich weitergeht und dass wir uns gut vorbereiten können auf das, was vor uns liegt. Und ja, ich glaube, jeder Einzelne freut sich über solche Spiele. Auch diese Spiele werden jeweils beide Nationen gewinnen wollen. Von daher für uns super Test und für den Trainer natürlich auch gut zu sehen, sage ich mal, um noch Erkenntnisse zu kriegen. Sportlich ein Vergleich auf allerhöchstem Niveau. Für Kroos und Ter Stegen auch ein internationales Aufeinandertreffen mit den Vereinskollegen. Ja, das ist es auf jeden Fall. Also alleine die Jungs, die dann auch bei der Nationalmannschaft sind aus meinem Team, die haben schon auch ein bisschen was dazu gesagt und freuen sich auch ganz besonders darauf, dann gegen Deutschland zu spielen. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den jeder gerne sehen möchte. Seit 2014 spielen beide in Spanien und beide sehr erfolgreich. Ter Stegen, Trippelsieger 2015. Kroos gewann in den letzten 2 Jahren gleich zweimal die Champions League. Wenn man 3,5 Jahre jetzt in Spanien lebt und in Spanien spielt, dann ist es schon was Besonderes, gegen eigene Teamkollegen zu spielen. Aber ich würde eher sagen, dass das eine Vorfreude ist und dass wir natürlich gewinnen wollen, ist ja keine Frage. Aber Spanien eben, wie man weiß, auch eine starke Mannschaft ist. Der deutsche Härtetest gegen den Weltmeister von 2010. Für Marc-André Ter Stegen und Toni Kroos alles andere als ein normales Spiel.